Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA, heute wieder mit einem Interview und zwar mit Wheel of MMA Fighter Asap Elikhanov. Asap, grüß dich. Schöner Grüße, hallo. Ich bin 11. Februar steht dein nächster Kampf bei Wheel of MMA an und zwar bei Wheel of MMA 63 in Düsseldorf, im Castello Düsseldorf. Hat ein bisschen gedauert, bis wir dich wieder im Käfig gesehen haben, aber jetzt bist du endlich wieder da. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Ich freue mich, ich bin gespannt und genau, es ist der letzte Kampf 2020 gewesen. Danach halt durch die Verletzungen, alles drum und dran. Ich habe leider ein bisschen mit Nierenproblemen gehabt, aber jetzt ist alles wieder gut. Ich habe meine Ausbildung erfolgreich absolviert und genau, jetzt habe ich mehr Zeit, auf mich selber zu konzentrieren und das war das Problem, glaube ich, eher damals, dass ich halt nicht auf mich, eher auf die Schule oder halt auf die anderen Kämpfer, die hier gekämpft haben, dass ich halt irgendwie für die eher mehr Zeit genommen habe. Aber jetzt auf jeden Fall wieder, Asap ist wieder back. Jetzt hast du den Kopf natürlich auch frei, ne? So, wenn die Ausbildung fertig ist, dann brauchst du keinen Stress mehr haben, Abschlussprüfung oder ne, so Zwischenprüfung letztes oder sowas. Letztes Jahr Juni habe ich meine letzte Prüfung gehabt. Durchschnittlich 3, also 3,1 glaube ich, aber für mich auf jeden Fall in Ordnung. Bestand ist bestanden, oder? Nur darauf kommt es an. Und jetzt hast du wieder Zeit. Das heißt, das war auch wahrscheinlich das, was dich in den letzten 2 Jahren eben seit diesem Kampf am meisten Zeit gekostet hat? Eben Ausbildung, Dinge, die drumherum passiert sind? Oder hast du dich in den letzten 2 Jahren seit deinem letzten Kampf trotzdem noch fit gehalten, aktiv gehalten? Hast ja wahrscheinlich nicht aufgehört zu trainieren. Nein. Also bei mir waren wir Anfang, also 2022 waren wir mit den Jungs von unserem Gym bei der WM immer auf Turnier. Ich habe mit den Jungs auch irgendwie war ich dabei. Ich habe die 2 Jahre auf jeden Fall war ich irgendwie beim Training dabei. Aber das war nicht so, dass ich komplett aufgehört habe oder so. Also ich mache ja auch Kinderstunden, Kindertraining hier im Gorilla Gym und dann die Amateurkämpfe. Wir waren letztes Jahr echt einmal in Abu Dhabi bei der WM. Da vorbereitet war ich dabei mit den Jungs und dann jetzt September Italien bei der EM waren wir auch, habe auch mit den Jungs zusammen vorbereitet. Also es war nicht so, dass ich mich nicht fit gehalten habe. Ich war auf jeden Fall dabei. Dennoch sind einige Jahre vergangen. Du triffst auf Markus Bock. Markus hat ja ebenfalls schon bei Wheel of MMA gekämpft. Ihr beide habt auch eine Gemeinsamkeit tatsächlich. Und zwar, hatten wir im Vorfeld schon gesprochen, ihr beide habt quasi gegen den gleichen Gegner verloren. Genau. Hast du dir Kämpfe von Markus angeschaut? Also weißt du ganz genau, was da auf dich zukommt? Oder sagst du, hey, ich kenne meine Stärken. Egal, wer da vor mir steht, ich bringe meine Stärken durch. Also ich habe auf jeden Fall seine Kämpfe geschaut. Also er ist variabel, also er kann alles. Aber ich finde, dass ich halt überall irgendwie besser sein werde. Also ich glaube, Stand oder Clinch, Ringen, Boden. Was würdest du sagen, was ist so deine größte Stärke? Eher Boden, ne? Ja. Weil ich habe ja bis jetzt immer bei Willow 61 Kilo gemacht und ich habe dann irgendwie zu viel Energie für die Gewicht machen abgegeben und dann bei dem Kampf gar nicht irgendwie was zeigen. Ich finde, dass ich bis jetzt nichts gezeigt habe, dass das irgendwie das jetzt erst anfängt und ich freue mich auf jeden Fall. Der Markus ist starker Junge und genau, wir wollen ja auch gegen die stärksten Jungs kämpfen, von daher alles ist gut. Ich freue mich. Asap, wenn du sagst, du hast noch nichts gezeigt, hast du diesen Knockout vergessen? Diesen Upkick von unten, ne? Das war ja irgendwie immer, bei mir ist als Kind auch schon immer irgendwas immer gesprungen gemacht. Das ist irgendwie immer drinnen gewesen, dass in der Zeit das automatisch gemacht. Bin irgendwie selber auch nicht hinterhergekommen, aber ja, Glück gehabt an dem Tag. Aber mal eine Frage. Als du diesen Kick gelandet hast und du siehst, dein Gegner fällt zu Boden, hast du dir gedacht, ey, warte mal, das haut denn jetzt wirklich K.O.? Oder hast du schon, als du gekickt hast, gehofft, so, hey? Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar nicht gecheckt gehabt. Erst danach so, alle so, wow, was war das? Und so alles drum, da ich schon draußen war, hab dann geguckt, dachte mir auch, oha, der ist ja gut gesessen. Ja.
Seine Kamera ist noch besser aus, wahrscheinlich. Weißt du? Genau. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis zum Fight im Februar. Wie gesagt, 11.2. im Castello in Düsseldorf. Hast du so ein klassisches Trainingscamp, dass du sagst, 8 Wochen vorher ziehst du so richtig durch oder hältst du das konstant? Also ich war ja irgendwie Jahre, ich war immer irgendwie fit, aber ich habe jetzt seit 2 Wochen richtig Gas gegeben. Jeden Tag halt zwei Einheiten am Tag. Bis Freitag, Samstag eine Einheit und halt danach ein bisschen schwimmen. Sonntag halt Pause. Alles gut, ich werde die nächsten 2 Wochen auch so gut durchziehen und dann halt ein bisschen reduzieren das Training. Genau. Und wenn du jetzt sagst, 2 Einheiten am Tag, wie sieht dein Training jetzt außerhalb aus? Das heißt, wir haben jetzt Januar. Im November wusstest du vielleicht noch nichts von dem Fight. Wie sieht so dein Training im November aus, wenn du weißt, Also ich habe es jeden steht? Tag einmal auf jeden Fall mindestens trainiert. Ich war immer in Gruppen dabei. Und würdest du sagen, dein Training ist auch eher ringerlastig oder hast du vielleicht auch so eine Hassübung, wo du denkst, boah, ey, komm schon, Coach, muss das heute sein? Nee, ich mag allgemein Training. Also ich mag alles von. Also ich mag das allgemein, diese ganze Vorbereitung für Kampf. Also ich mag das alles, was dazu alles gehört, so Vorbereitung, Abnehmen ist ein bisschen so, aber danach und den Kampf, also ich mag allgemein, ich habe nichts da, wo ich sage, oh, das will ich nicht machen oder so. Ich mag alles. Assab, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich jetzt schon auf den 11. Februar, dein Fight gegen Markus Bock. Wie gesagt, wheelofmma.de gibt es die Tickets für den Kampf im Castello Düsseldorf. Das Schlusswort, das gehört aber natürlich trotzdem dir, Assab. Kommt vorbei, Düsseldorf. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kampf. Und genau, ich freue mich auch. Aussage.